Da würde ich sagen, gehen wir mal in die Anime-Figuren rein. Boah, schwierig, Digga. Da sind auch neue Animes dabei, da werde ich richtig reinscheißen. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist, Marvin. Schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ich bin mit denen aufgewachsen. Sehr gern. Leider. Ja? Zu viel. Ich glaube, ich habe über 1000 gesehen. Über 1000 Animes? Ja. 1000 Animes? Das heißt, sie hat 3 Jahre jeden Tag einen anderen Anime geguckt. Cap. Heutzutage kann ich schwer sagen, dass ich es gucke, weil es mich so krass inspiriert oder sowas, aber es hat mein ganzes Leben halt geprägt. Also ich glaube, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, ohne Animes. So krass. Ja, safe. Was sind deine Top-Lieblings-Animes? Deine Top 3? Attack on Titan nehme ich mit rein, One Piece natürlich und dann lass uns Death Note mit reinpacken. Ja, gehe ich mit, Digga. Sailor Moon haben wir früher immer nur geguckt. Mein liebster so Shonen ist aktuell, würde ich sagen, Demon Slayer. Dieser Typ. Habe ich nicht geguckt. Hey, Chin-Chan, auch Legende. Johnny Kamikaze-Diebin, Conan hat man immer geguckt. Johnny Kamikaze-Diebin, auch cool. Ich glaube, ohne Anime-Jugend wären wir nicht so. Safe nicht. Weil es einfach cool war. Ah, oh, mein Lieblings-Romance-Anime ist Horimiya. Guck ich gar nicht. Cool aus My Hero Academia, das ist so ein richtig... Oh, My Hero Izuku, auch richtig cooler Charakter. Boah, 3 Lieblings-Anime-Figuren. Ich glaube, Zorro, Vegeta, Levi von Attack on Titan. Ich liebe Smoker bei One Piece. Tanjiro, Demon Slayer. Ja, Zorro ist halt auch auf jeden Fall ganz weit oben. Ja, genau, Ruffy, ja. Aber der war immer so frech und keine Ahnung. Ich so, ja, ich will auch so sein. Das ist noch schwerer als Top 3 Anime safe. Tokyo Revengers, auch richtig geiler Anime. Ja. Läuft jetzt auf Disney, Digga. Okay, kannst du mir... Okay, wir haben Sanji, Ruffy, Gojo, Vegeta, Son Goku, Son Gohan. Detektiv Conan, ist das Sakura und Sailor Moon? Also Gojo werde ich nicht raten können, weil den Jujutsu Kaisen gucke ich auf Japanisch, Digga. Guts, Hiraya, Tenma, Don Flamingo, Vegeta und Guts. Ihr feiert alle Guts, ne? Ich muss Berserk echt mal gucken, Alter. Also Sailor Moon, Detektiv Conan, Sailor Moon. Wir haben Son Gohan. Gojo, Satoru. Den Typen mit der Zigarette, aber ich habe seinen Namen vergessen. Sanji und wir haben Vegeta. Ist das Itachi? Nee, das ist Gojo. Wie? Gojo. Gojo? Aber ist von Naruto. Jujutsu Kaisen. Ach, was? Ziemlich cooler Charakter, ja. Deine Aufgabe wird es sein, die Stimmen zu den jeweiligen Figuren zuzuordnen. Perfekt, kein Problem. Ich kenne den von Ruffy, den haben wir auf der Gamescom getroffen. Das ist Subshower. Ich? Was für ein Subshower? Was meinst du? Ich wusste nicht, ob du mich meinst, Bruder. Also ich gucke eigentlich fast alles auf Japanisch, weil die Animes, außer der Anime ist fertig. Ich habe überlegt, ob ich Tokyo Ghoul auf Deutsch gucke, weil dann musst du... dann hast du besseren Fokus auf das, was passiert. Die deutschen Synchronsprecher sind ja auch einfach gut. Das Problem ist nur, wenn Anime wirklich gut ist, dann guckst du den auf Deutsch 2-3 Staffeln und dann musst du sowieso auf Japanisch umwechseln. Das ist halt einfach derbe nervig. Ich kenne Tommy Morgenstern. Tommy Morgenstern, Legende. Same Tokyo Ghoul fand ich aber japanisch beste Synchro. Deutsche Synchro ist nicht überall gut. Ja, man muss mal gucken, ne? Ja, ich find's auf Deutsch halt angenehmer, weil ich halt, wenn ich im Bett drüben liege, kann ich mir noch eine Folge vorm Pennen angucken. Einfach Kindheit, liebe den Typen so abgöttisch. Tommy Morgenstern ist eine fucking Legende. Ich wollte ja unbedingt eine Sprachnachricht, dass er mir eine Sprachnachricht spricht, aber wir waren auf der Gamescom. Ey, Digga, alle 3 Tage war die Schlange von dem Typen so groß. Und am Ende, Demenzio, da warst du dabei, ne? Ich bin noch zu ihm hingegangen, ich meinte, Digga, ich feier dich übelst, können wir mal ein Bild machen? Also, nee, ich muss los und so. Und wurde voll gehetzt, Digga. Da hatte ich glaube, ich hätte Tränen in den Augen gehabt, wenn er mir eine Sprachnachricht gemacht hätte. Das hat 50 Euro gekostet, wäre mir egal gewesen, ich wollte 2 Stück. Da habe ich richtig so einen Fanboy-Moment gehabt bei Tommy Morgenstern. Einfach, ich habe mit Son Goku geredet, Digga. Oh mein Gott, das ist so cool. Das ist sehr cool. Wir haben tatsächlich auch die. Oh mein Gott, ich weine gleich. Oh mein Gott, das ist so cool. Holy shit. Diese Gamescom wird das real werden. Ja, mal gucken, ne, was die Gamescom sagt. Wenn das weiter gehypt wird, gehe ich vielleicht als Creator hin. Das wird schon ziemlich stabil. Ruffy hatte keine Haare auf dem Kopf. Ich so, die haben meine Kindheit gerade hier reingebracht. Wo ist Vegeta? Ich bin ein großer Fan von euch und hab noch nie euer Gesicht gesehen. Hallo. Hallo. Das war eine sehr hohe Stimme, ja, gerade. Ich kann aber effektiver. Okay, am Ende ist Sailor Moon, ne? Hallo. Hallo. Worte können wie Messer sein. Wenn man sie... Detektiv Conan. ...werden sie unter Umständen zu einer gefährlichen Waffe. Durch falsch gewählte Worte kann man einen Freund für immer verlieren.
Wenn man einmal aneinander vorbeigeht, kann es sein, dass man sich kein zweites Mal sieht. Ohne Reden. Ohne Reden, Detektiv Conan. Der ganz rechts ist Ruffy. Detektiv Conan? Ich würde sagen, das war Kid Conan. Ich meine gleich. Das ist so cool. Aber ich fühle Anni auch derbe, Alter. Ist das so Joker-mäßig oder kann ich bei jedem noch ein weiteres Zitat? Kannst bei jedem ein, zwei. Dann würde ich gerne noch die Bonus-Zitate hören. Ich beleidige seine Mutter, weil wenn ich seine Mutter beleidige, beleidige ich nicht nur ihn oder maximal noch seine Mutter. Digga, was? Einfach Manuelsen. Typischer Detektiv Conan-Satz. Ja. Dieses Leben ist einzelhaft. Ich ziehe die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Wie cool ist das denn? Keiner gönnt dem anderen was. Ich ziehe die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Einfach Detektiv Conan. Oh, das ist sehr cool gewesen. Wir machen das Mikrofon ein bisschen weiter runter. Ja, ist die nicht die einzige Frau. Wenn das heißt, dass man anderen wehtun muss, dann will ich den Mut gar nicht haben. Sailor Moon. Kämpfen löst niemals die Probleme. Ich glaube, dass es immer einen friedlichen Weg gibt. Yes. Sehe ich doch genauso, Sailor Moon. Klingt nach etwas, was Sailor Moon sagen würde. Es kann aber auch dieser Kleine aus Dragon Ball sein. Ich habe das oft gesehen, dass so weibliche Sprecher so junge, männliche Charaktere sprechen, auch im Japanischen. Son Gokus Synchronsprecher ist einfach eine Frau. Im Japanischen. Weil Chabos wissen, wer der Babu ist. Hafti Abi ist der Blambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi Money Rich. Wie witzig ist das denn, Digga? Ja, Sailor Moon. Das war ganz klares Sailor Moon Zitat, das kennen wir alle. Wie halt den Mondstein fest, 06069. Wie gut. Deine Medaille. Wie gut. Du kommst mir bekannt vor. Vom Gesicht her? Ja. Guck mal, welche Figuren waren da alle? Vegeta und so waren da, der war da. Wenn ich die Stimme nicht kenne, kann es nur Gojo sein. Weil ich habe die noch nie gehört. Ich habe mal ein Video von dir gesehen oder so. Ich bin gespannt. Hör zu. Am einfachsten handhabt man eine Sphäre, indem man seine eigene Sphäre entfaltet. Ich weiß es schon. Das ist Gojo, oder? Er kann ja nur Gojo sein, weil da gibt es nur Sphären. Sphärenentfaltung. Die endlose Leere. Das war zu gut. Bruder Harun, wie kannst du eigentlich vor mir gefühlt schon wissen, wer das ist? Ja. Nein, du hast mich nicht erwischt, sondern die Unendlichkeit, die zwischen uns beiden liegt. Ich kann es dir erklären. Komm, Hütchen her. Ich brauche deine Hand. Komm schon. Ja, safe. Berühre mich. That is Gojo. Sanji. Ich habe irgendwie so Sanji aus seiner Stimme gehört. Was? Sanji labert auch nichts von Sphärenspaltung. Den Feuertypen. Oh, wie hieß denn der nochmal von Fullmetal Alchemist? Nein. Aber du kannst sie sehr gut verstehen. Oh, ich brauche das extra Zitat noch. Wie hieß der? Ich mir ein Ero wie Robert De Niro. Karate an die 24-7 in der Spielung. Das ist eine Kollege allein, oder? Ja, ich bin Indiana Jones in Broke. Frei nee, es ist fünf Bücher. Roy, stimmt. Mustang, Roy Mustang. Bitte Sailor Moon. Achso, nee. Ich glaube, das ist Sanji. Es ist mir egal. Ja, das ist Sanji. Wenn er ja auch nur ein Haar krümmt, werde ich zum Teufel des Blaumeeres. Sanji. Da können wir abbrechen. Also nein, dann liest bitte weiter, aber... Wenn man versucht, das Leben zu leben, kriegt man manchmal ein paar sehr harte Treffer ab. Aber eins sollte man nie vergessen. Mäuschen! Ja. Ich glaube, es ist Sanji. Wie kommst du darauf? Er sieht so aus. Also er klingt so, wie er aussieht. Ach krass, okay. Er ist One Piece Charakter. Ich glaube, er ist Ruffy. Was? Aber jetzt will ich auch noch, was haben wir noch hier? Wen haben wir noch im Angebot? Karate an die Haftbefehl. Meine Stadt, mein Bezirk. Albacino, mein Block. Zu Hause, mein Block. Meine Gedanken. Mein Herz, mein Leben, meine Welt. Reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Ja, Sanji. Du hast ja gar nichts in der Hose. Du bist wohl ein Mädchen, was? Warum haben Frauen einen Hintern auf der Brust? Ich kenne die Szene. Alles gut. Warte mal. Oh Mann. Frauen Hintern auf der Brust? Kann ich trotzdem noch die Deutschrap-Variante? Sie könnte ein wunderbares Beispiel dafür sein, dass sie einen männlichen Charakter spielt. Boah,
Es ist einer dieser kleinen Dragon Ball Jungs. Ja, es ist auf jeden Fall nicht Son Gohan, dann kann es ja nur Goku welche? Sein. Weil sie ist auf jeden Fall nicht Gian die Kamikaze Demon. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster, jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster. Keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen. Materia. Jeder steht jetzt auf der Liste. Niemand geht mehr hin. Goku und Bulma? Ja, kann ja sein. Ach so, einer ist auch nicht dabei. Jetzt check ich das. Der ist nicht hier anwesend, ja. Ah, okay. Ich kenne Leute wie dich. Du denkst, du kannst einfach herkommen und unseren Planeten übernehmen. Was? Was, Digga? Ich habe mit vielen Stimmen geredet, aber nicht mit der. Wer ist das? Aber du hast eins vergessen. Ich bin der Sohn meines Vaters. Ja, ist Son Gohan. Ich würde dir den geben. Aber der hat seine Stimme hat sich bestimmt verändert, oder? Es gibt auch Synchronspieler, da ändert sich die Stimme. Egal bei welchem, ne? Ja, ja, den hat er bestimmt als Kind gesprochen. Könnte eigentlich auch Vegeta sein, aber dafür war die Stimme zu. Nein, niemals Vegeta. Also Vegeta ist ja auch der Sohn seines Vaters, so wie jeder der Sohn seines Vaters ist, aber der stolze Sohn seines Vaters, denn ich will, dass einem der... Das ist aber nicht Vegeta als Kind in irgendeinem Flashback. Nein. Ja, das ist Ruffy, das weiß ich. Den kenne ich, den Synchronsprecher. Boah, du hast so kranke Augen. So krasse Augen. Krank oder krass? Boah, der hat echt krasse Augen. Natürlich habe ich keine Ahnung, wie man Schwerter benutzt. Und vom Navigieren verstehe ich auch nichts. Boah, geile Szene. Ich habe auch nicht den geringsten Schimmer vom Kochen. Ich kann nicht mal schwindeln. Ohne meine Kameraden würde ich dort draußen sterben. Geil. Okay. Boah, da habe ich Gänsehaut bekommen, Digga. Sieht man das abstehen, Alter? Mein Herz. Gott. Ja, das, was ich meinte. Genau diese Momente sind die, die mein Leben verändert haben. Wo du den Main Character siehst, ja, und du zuguckst als Kind und der alles für seine Freunde tut. Ja. Der einfach versteht, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht auf dieser Welt alleine funktionieren. Ja, genau, das ist das Interessante. Ich glaube, es ist Ruffy. Vom Inhalt her. Und auch so stelle ich mir die Stimme von Ruffy vor. Mhm. So ein bisschen höher, so ein bisschen raspy. Das war auf jeden Fall eine Stimme, der hat einen richtig hohen Wiedererkennungswert, die ich nicht kenne. Also es muss irgendein... Schlechte Kombi. Hä? Ja. Es muss ein Charakter sein, den ich nicht kenne, aber diese Stimme... Ich kann dir nur einen Tipp geben, du kennst den Charakter. Oh mein Gott, am Ende ist es der Typ von One Piece. Aber es hat so gut zu ihm gepasst. Nee. Wenn man ein bisschen die Serie kennt, alleine das Zitat verrät es ja schon. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Ja, Sido Baba. Ich wurde geboren in Frankfurt am Main, in der Deutschen Zentralbank als 100-Mark-Schein. Der Vater heißt Krieg, ein Betrüger, ein Lügner, ein Dieb. Die Mutter ist die Gier, die täglich über uns siegt. Das ist schon geil, das Format. Vergiss nicht zu atmen, mein Bruder. Hol mal Luft. Ich habe die meisten meiner Werte aus Animes. Mit der Intention, dass was ich mache, lange lebt. Das ist eine Line von ihm selber. Wie cool ist das denn? Heute glaube ich an Liebe, so wie Ghibli, okay? Küss dich doch her, Ruffy. Unglaublich. Also wir haben noch eine weitere Version, wo wir nur eine Audio haben. Okay. Reingesprochen. Er hat uns aber speziell für uns einen Text reingesprochen. Okay. Ja. Ich bin gespannt, ob du die Stimme erkennst. Ich kann nur Herzgeräusche erkennen. Younes, Marcel, Gülcan und der Rest der Dattel Vegeta sagten mir, du könntest Stimmen erraten. Lass mich eins klarstellen. Ich bin nicht hier aus Gutmütigkeit. Ich helfe den Datteltätern nur, um mich nach eurem Kampf persönlich mit ihnen zu messen und sie zu zerstören. Okay. Du stellst dich mir nicht in den Weg und raubst mir diese Chance, denn ich bin ein Prinz. Der Saiyajins. Das ist das erste Mal, dass jemand komplett alles... Alles richtig. Dann hatten wir auch alles richtig, ne? Ja. Wir sind krass. Geht das noch weiter? Oder warum ist da so viel? Michael Peña. Noch Anime, andere Anime-Characters? Yu-Gi-Oh! Habe ich noch gemacht. Aber wen? Oliver hieß der, glaube ich. Schon ultra lange her. Oh, er spielt Gotenks? Sind Gotenks nicht eigentlich die zwei Stimmen übereinander gelegt? Von einfach zweimal. Ein bisschen tiefer sprechen und den anderen ein bisschen höher. Ach so, du bist Goten und Trunks auch. Nee, eigentlich nicht. Nur wenn sie fusionieren. Wie witzig. Kennst du vielleicht Captain Baloo und seine Tollkühne-Crew? Ja. Da war ich dieser Kid Wolkenfilzer. Ah, okay, da reden sie einfach nur noch. Das Spiel ist aber vorbei. Danke fürs Einschalten. Like und abonnieren. Haut rein.